Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Server-Vorstellungsvideo. Und zwar heute stelle ich euch einmal den Server needforge.de, glaube ich, war. Ja, genau, needforge.de, ab.com, Entschuldigung. Und der IP ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir werden nochmal gleich direkt draufschauen. Das ist ein RPG-Faction-Server. Und es können bis zu 2000 Leute raufschauen, dabei ist nur einer on. Und ja, gut, wir schauen mal direkt mal rauf. Schauen uns mal den Server genauer an. Ja, wir schauen da mal hier. Ja. Gut, und ihr seht schon rechts ist so eine Leiste, Online, Global 1, das ist wahrscheinlich der Server. Hub 1, also Lobby 1, glaube ich. Gibt's, weiß nicht, ob da verschiedene Hubs gibt, wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es Nit 1 und Pit 1, das ist, glaube ich, die zwei. Genau, Pitforge Faction gibt's und RPK Faction. Schauen Sie mal gut mal den Server an. Was kann der Server? Es gibt Cosmetics, aber ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich war oder. Okay, jetzt ist er weg. Okay. Okay, entweder es war jetzt ein Bug oder es gehört so. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ja. Falls es ein Bug ist, dann, falls du das siehst, Owner, bitte fixen. Oder es gehört so, keine Ahnung, aber. Ja gut, da gibt es Lobby Bobs, es gibt Portal, Spawn und Treasure. Spawn, das ist jetzt hier. Ah, jetzt ist wieder da. Cosmetics. Okay, ich glaube, das gehört noch gefixt. Und ja, also falls du siehst, Owner, bitte fixe das. Genau, danke. Also Lobby Bobs, aber. Na. Okay. Ah, okay. Ja, da hat mein Internet gerade was. Okay. Egal, also Lobbywops, es gibt Spawn, das sind wir gerade, dann gibt es hier Portal. Es ist der Portal. Ja, das ist, da muss man sich das hier durchlesen. So, willkommen zu Nitforge.com. Nitforge ist eine unique faction experience for all to enjoy. Walk into the Portal, right-click your compass to choose a server. Genau, also das Portal ist eigentlich, man geht durch, da kann man sich auswählen, kann man auswählen, wo man spawnen will, RPG Faction oder Pitforge Faction. Ich hoffe, das sage ich richtig. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Genau, dann gibt es noch die Thresher. Open Thresher und dann Normal Thresher. Das kostet 1000 Coins. Mythical Thresher 5000 Coins und Legendary Thresher 10.000 Coins. So viel Geld habe ich nicht. Ich glaube, da gibt es Slash Money, kann es sein? Ja, genau. Mit Slash Money kann man das Geld, den Geldstand abrufen. Und ich habe dabei 0 und haben auch einen eigenen Store. Könnt ihr auch mal vorbeischauen? Als Daily Rewards, das ist, da kann man pro Tag 1000 Dollar eigentlich abholen, jeden Tag. Auch eine coole Sache. Wie viel kostet das? Genau 1000. Okay. Ah, okay, da habe ich das falsch verstanden. Ah nein, passt. Rechtsklick, genau, ich habe linksklickt. Rechtsklick und nochmal rechtsklick. Accept Purchase. Rechtsklick, jetzt haben wir normalerweise. Ah, das ist noch der Kosmetik, okay. Oder wie? Ah, und da drückt man normal drauf. Da kommt so ein Effekt. Und da kommen jetzt. Ah, da kommen aber die Kisten. Okay, so ist das. Also man kauft eine Kiste. Dann kommt so eine kleine Animation, das finde ich sehr cool. Da kann man sich wahrscheinlich jetzt eine Kiste aussuchen. Ha. Ammo, Partybomber, 24 habe ich bekommen. Okay. Okay, da kann man alle aufmachen. Oha, Konfetti, Rocket, Fireworks. Oder was ist es jetzt schon? Okay, man kann, okay, da kann man nur 4 aufmachen. Okay, also wie gesagt, man hat jetzt mit Slash Money kann man auch den Geldstand prüfen. Also 0 habe ich jetzt, welche ausgegeben habe. Und dann, wenn man 1000 hat oder keine Ahnung, 5000 oder 10.000, macht man einmal Linksklick, dann kann man es normal, Rechtsklick, Entschuldigung, und dann kommt das hier und dann Rechtsklick auf das hier. Aber ich habe noch kein Geld, aber wird man hätte jetzt 1000 Coins oder so, dann könnt ihr das kaufen. Dann kommt so kleine Animation, was ihr vorhin gesehen habt, und dann könnt ihr sich bei normalen Kisten 4 aussuchen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen zwei ist,
Eigentlich eine ganz coole Sache. Und jetzt geht auch die Cosmetics. Das ist kein Bug. Nur wenn ich nichts habe, kann ich es ja nicht öffnen. Ist eh klar. Und da steht nachher genau, was da alles gibt: Ballon Mounts, Emotes, Gadgets, Music, Pets, Miniatures, Banners, Morph. Ja. Dann gibt es Gadgets. Kann man auch wieder kaufen. Für 200 Coins kann man auch wieder Fireworks für 100. Coins you currently own 20. Habe ich so frei, ich habe ja das freigeschalten, 20 Fireworks, das kann ich 20 mal die Raketen abfeuern. Und ja, gut, das war mal das hier. Jetzt gehen wir mal zum Portal, oder man kann, wie gesagt, wenn Kompass ist auch mit Kompass rechtsklicke, dann kommt man auch zum Portal. Ah, sorry, Lobby Bob, Entschuldigung, dann kommt man auch zum Portal, oder man wird nimmt gleich mit Kompass und spawnt halt auf den Netzwerk, kommt man, wo man hin will. Geht man einfach durch und jetzt kommt eigentlich dasselbe wie beim Kompass. RPG Factions sind halt 0 Player on. Genau. Informationen, die Map, Hashtag 3, okay, Alter 81 Tage und 15 Stunden gibt schon, glaube ich, die RPG Faction Netzwerk gibt es erst seit 81 Tagen, also ziemlich ein neuer Server. Und ja, werden wir mal drauf gehen. Oder geht das nicht? Kickt Wireless, okay, ist ein Wireless dann. Okay, da wird RPG, wird noch was gemacht, okay, da wird ein Wireless gerade an. Dann bin ich jetzt bei einem anderen raufgegangen, und zwar Nidforge Faction, hat schon wieder Starter, Starter-Kit und, er ist sogar verzaubert. Gut, was kann man jetzt einmal alles machen? Es gibt Trade, NPC kann man traden. Dann gibt es Complete Bounties and Turn them for XP, Next Bounty for Fish in Ironwild. Okay. Es sind eher so, glaube ich, jetzt mal so Aufgaben. Killed 0 von 3 Iron Golems. Okay, es sind, glaube ich, so Aufgaben. Wahrscheinlich. Wenn man die erledigt hat, bekommt man Experience, also Erfahrungen. Dann gibt es Player Shop, da kann man sich was kaufen, Spawner oder Bald Items, Essen und alles Mögliche. Auktionär, da kann man auch so zum Beispiel ein Item reinlegen, Auktion starten. Ich glaube, ihr wisst ja, was eine Auktion ist. Dann gibt es die Webstore und da gibt es Ranks, gibt's, kann man kaufen. Es gibt den Noble Rang, Ultra Mystic Knight Immortal Rang. Kann man auch gleich direkt da kaufen, oder man wird weitergeleitet zum Web, zu der Webseite. Kann man es dort noch kaufen? Top 5 Faction und die Server. Okay, 5 Faction gibt es schon auf diesem Server, oder sind es nur die ersten 2? Dann gibt es noch 2 Factions derweil. Und wenn ihr ganz, sehr gut seid, wird es wahrscheinlich hier aufgehängt. Also sehr coole Sache. Genau, dann gehen wir mal da weiter. Was ist da noch? Ja, da kann man Trade Up oder Salvager. Okay, da kann man nochmal traden wahrscheinlich mit den anderen Spielern. Click here to see a list of all enchantments. Ah, und hier ist jetzt ja alle Enchant, was, mit was man enchanten kann, das Schwert oder Rüstung oder so. Und ja. Gut, Novis, bring your crystals on this NPC and right click crystals and can be found in chest look. Okay, man kann in Wordzone ein Kristall finden. Wenn man ein Kristall gefunden hat, kann man es an diesen NPC, muss man nachher rechts klicken. Wahrscheinlich diese, genau. Und wenn dann, wenn man noch ein Kristall da ihm gegeben hat, bekommt man, glaube ich, irgendein Geschenk. Und ja, gut, also sucht mal ein paar Kristalle und dann seht ihr, was ihr bekommt. Ja, da habe ich noch kein Kristall. Gut, die Lobby eigentlich schaut sehr cool aus. Ich habe die Lobby noch nie gesehen, also glaube ich, dass es selbst gebaut ist. Falls das gedownloadet ist, das weiß ich nicht wirklich nicht, weil ich habe aber die Map noch wirklich noch nie gesehen. Also würde mich wundern, wenn das gedownloadet ist. Aber falls es gedownloadet ist, dann schreibt es mir Kommentare, falls ihr die Lobby kennt. Und genau, mit Slash, ich glaube Wops war das, gibt es, nein, Slash. Okay, Wop gibt es nicht. Slash Wordzone. Ah, okay, you need to be in a faction. Okay, jetzt müssen wir mal eine Faction gründen. Hier gibt es Faction.
zum Beispiel mit /F create dann den Namen, zum Beispiel nehmen wir Xenas Army. Okay, dann you must be, okay, dann müssen wir Level 3 sein, damit man eine Faction erstellen kann. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, dann müssen wir Level auf bis Level 3. Okay, /F gibt's auch nicht. Okay, da müssen wir Level 3 sein, damit man eine Faction erstellen kann. Aber jetzt würde mich noch wundern, also jetzt würde ich noch gerne wissen. Warte, habe ich nur an. Okay, hier sind. Da ist exklusiv. Okay, ich glaube, das ist nachher die Plätze, wo wer schon irgendwo angesiedelt hat. Nur so. Und hier Warning, PvP is enabled once you drop down. Okay, jetzt ist ab, jetzt ist PvP enabled. Und jetzt müssen wir eigentlich bis Level 3. Entschuldigung, mein Handy. Bis Level 3. Oben sitzt auch eine Leiste. Level Disparity 2. Disparity 2, Entschuldigung. Heute meine Englischkünste. Und jetzt kann man eigentlich theoretisch. Normally, auch hier glaube ich noch nicht. Nein, da muss man noch weiter. Okay, das ist die Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Jetzt kommt. Jetzt ist halt. Also die. Was für Levels ihr sein solltet, dass ihr so weit rausgehen könnt. Zum Beispiel, jetzt wäre Level 5 angebracht. Oder Stärken her, schätze ich jetzt Level 6, ja. Ich glaube, das ist irgendwie so, dass die Level angebracht sind. Oder das ist die Entfernung. Kann auch Disparity, ich weiß gar nicht, was das jetzt heißt. Ja, meine Englischkünste heute sind wirklich ganz, ganz toll. Egal, hier ist zum Beispiel eine Truhe. Gehört das hin? Oh, Enderperle und haben wir was gefunden. Okay, das heißt, es sind auch irgendwo Truhen versteckt. Da kann man auch was finden. Ein Kristall, da könnte man nachher gleich einmal zu dem einen NPC wieder zurückgehen. Kann man jetzt was abbauen oder noch nicht? Nein, kann man immer noch nicht. Okay. Hier ist ein Haus da vorne. Hier ist auch eine Truhe. Enderperlen, Obsidian. Okay, jetzt haben wir sehr viele Enderperlen. Das läuft bei uns. Läuft. Hier ist ein Haus. Oder mehrere Häuser. Okay. Jetzt schaue ich einmal, was da alles gibt. Sehr so. Okay. Ist auch eine Truhe. Zum Essen und so. Okay. Also hier gibt es so verschiedene Bases oder Häuser oder was das sind. Also Türme. Hier auch da vorne. Okay, da schauen wir auch einmal. Das ist so ähnlich wie ein Dorf wahrscheinlich. Und ab hier ist PvP an. Das heißt, ich müsste immer aufpassen, ob da eh kein anderer da ist. Okay, schauen wir mal darauf. So. Ja, das Ganze ein bisschen dann. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal Leiter noch mal rauf. Was ist da? Gehen wir nochmal rauf. Schauen wir, was da ganz oben ist. Noch weiter rauf. Okay. Jetzt sind wir eigentlich theoretisch ganz oben und man bekommt. Hoppla. Man sieht oder. Da ist. Oh, hier ist eine Truhe. Okay, wir sind für Kartoffeln und drei gebratene Fische raufgegangen. Läuft bei uns. Schade, dass da kein Wasser gibt oder so. Zack. Runtergehen. So. Ah ja, Leute, ich wollte nur sagen, bald erstelle ich meinen eigenen Server, beziehungsweise ich habe theoretisch schon einen Server, aber der Techniker muss noch alles einstellen. Also von dem, was ich den Server bekomme, hat ein Techniker oder der Techniker arbeitet dort und er muss das Server noch einstellen, weil er macht gleich einen Test-Server dazu. Minecraft-Server stellt alles gleich ein. Und heute ist, wie gesagt, die Bewerbungsphase. Das heißt, bis 18 Uhr ist Bewerbungsphase. Und da werden die Builders und Supporters und Developers Warte, was ist heute mit meinen Sprachkünsten? Werden die Developers, Builders und Supporters ausgewählt. Und, Alaba. Und dann können, wenn der Server nachher fertig ist, werden wir wahrscheinlich gleich anfangen. Das heißt, wahrscheinlich wird es so sein, gleich die Lobby erstellen und ja. Also,
Leute, falls ihr mal auf diesem Server spielen wollt, abonniert mich, Glocke aktivieren, weil sobald der Server released wird, wird sofort ein Video hochgeladen und dass ihr nichts verpasst. Oh, ein XP. Okay, jetzt check ich schon langsam. Also, wenn man hier so farmt, irgendwas, so Kohle, Eisen oder so farmt, bekommt man XP dafür. Ist ziemlich wenig, aber man bekommt wenigstens was. Aber so abbauen kann ich nichts, ne? Ich glaube, man bekommt XP, wenn man jemanden anderen umbringt. Oder wenn es dunkel ist und nachher Mobs kommen und diese umbringt, dann bekommt man auch XP. Jetzt gehen wir noch so schnell spawnen. Da würde ich noch sagen, 7 Sekunden dauert wirklich zu lange. Da hätte ich eher so 3, 4 Sekunden gemacht. Also bitte einstellen, dass es ein bisschen kürzer ist, weil die Wartezeit, also lang ist sie nicht, aber ich sage nur, 3, 4 Sekunden ist immer die normale Sekundenanzahl, bis man teleportiert wird. Genau, wir haben ein Kristall gefunden. Hier. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Was bekommen wir? Bitte, 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 was cool, bitte, was cool, bitte, was cool. Yes. Eisenhelm. Juhu. Protection 1. Okay, das ist eigentlich fast dasselbe. Level 1, Level 1. Okay, aber ihr habt es gesehen schon vorhin. Da gibt es auch ein. Da kann man auch also Spawner gewinnen. Also auch nicht schlecht. Und ja, eigentlich ist es nicht mehr so schlecht. So, was mich aber noch interessieren würde. Wie man. Wo man sich wohin bauen kann oder gibt es nur eine Wordzone? Das ist jetzt die eine Frage, aber ich kann schauen. Nein, so, da kann ich noch nichts hinbauen. Aber wir werden einfach schnell den Weg hier folgen, vielleicht. Aber keine Ahnung, warum, wie das geht, dass man da irgendwo hinbauen kann oder hier auch noch nicht, okay. Oder ist das wirklich nur rein PvP, aber da muss man ja nachher irgendwo farmen können. Aber Slash mit Slash Bobs gibt es leider nichts. Und was anderes gibt es auch nicht. Also ist die PvP-Zone. Gibt es eine Farmwelt? Aber ich glaube nicht, das ist ja eigentlich. Nein, gibt es nicht, okay. Also man kann eigentlich theoretisch nur. Slash F gibt's da Faction. Genau. Oder hätte ich noch so eine Liste gemacht für mit allen Befehlen oder so. Oder Truhe, okay. Hier war noch Ding. Level 3. Hoppla. Kohle. Level 3, ein XP, Entschuldigung. Wieder ein XP, okay. Also bei XP Farm hätte ich es ein bisschen höher gestuft. Weil das dauert schon sehr lange für ein XP Farmen. Sonst sehe ich das Server nicht. Sonst wäre eigentlich das Server cool, aber ich hätte es irgendwie, keine Ahnung, entweder die XP Farmen ein bisschen weiter höher gemacht, aber mehr XP bekommt. Und ich hätte so ein Schild oder ich habe das Schild überlesen oder so. Oder mit Slash Help, dass man alle Befehle sehen kann, was da gibt, sowas irgendwie so. Weil. Ich weiß nicht, ob da hier nur PvP an ist. Ich schätze schon, dass hier nur PvP an ist. Also, dass man hier nur kämpfen kann und so. Oder so XP farmen kann oder so. Aber es muss ja eine Welt geben, wo ich meine Basis aufbauen kann. Oder so. Da gehe ich aber nochmal zu Slash Spawn. Vielleicht gibt's, habe ich da irgendwas übersehen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, aber. So. Schau mal, was da alles noch gibt. Ich gebe das mal da alles weg. So. Essen, das brauche ich lieber. So. Top 5 Fakt, ja, aber. Man kommt hier raus. Das hier ist die Wörterzone. Aber was anderes gibt es da überhaupt nicht. Das ist jetzt die Frage, aber ich glaube. Normalerweise. Okay, naja, aber es muss irgendwas geben. Ein Schild oder Hilfe oder. Gibt doch Slash Pick. Okay, weil nicht Slash Wolf.
Warps gibt es ja leider nicht, ich weiß nicht warum. Slash Lobby. Gibt's auch nicht. Wie ist denn mit. Confirm ja nicht. Okay, confirm. So, gibt's nicht, okay. Warps gibt's auch nicht. Und mit Slash. Gibt's auch nicht. Okay, man kann eigentlich nur mit Fraktion create, okay, invite, promote, home, ja home, aber Problem ist nur, oder muss man da wirklich ganz, ganz weit nach hinten gehen, damit man da bauen kann? Das wäre aber irgendwie blöd, wenn man da ganz, ganz nach hinten gehen kann, man muss, oder ganz nach hinten gehen muss. Das ist jetzt komisch. Click hier to see your Webstore. Nein. Das ist jetzt komisch. Und hier gibt es nur die NPC. In Kristall und so. Dahinter wird es nichts mehr geben. Nein. Slash Welt. Nein. Das ist jetzt eine Millionenfrage, wo man da bauen kann. Also ich vermute schon, dass man jetzt ganz, ganz, ganz nach weit hinten gehen muss. Wirklich ganz nach hinten gehen muss, wenn man da bauen kann. Finde ich jetzt meiner Meinung nach nicht so toll, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte. Aber was anderes kann ich mir nicht erklären. Also ich schätze schon, dass das so ist. Das Problem ist ja aber auch mit dem Owner nicht reden können. Jetzt hätte ich ihn eh gefragt. Ja. Ich werde noch mit dem Owner reden, wie das genau ist, wo man bauen kann oder wie das genau geht. Da werde ich es in den Kommentaren hineinschreiben. Und dann wisst ihr genau, wie was wann. Oder er kommt selber mal rauf. Der Owner ist meistens nachmittags immer on oder so. Und dann, warum habe ich das jetzt gemacht? Digga, wird er was essen? Und dann könnt ihr selbst mit ihm fragen. Und ja, also es tut mir wirklich sehr leid, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, kann nichts bauen, gar nichts. Da muss ich noch mit dem Owner reden. Oder ihr wisst vielleicht, wie was wann, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Und ja, genau, sage ich mal, danke fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß, das ist halt jetzt, ja. Weil, ja, ich weiß selber, Leute, dass es jetzt blöd war, aber ich muss mit dem Owner noch reden, wie was war, und ich schreibe es versprochen in die Kommentare hinein, weil ich nicht weiß, wirklich nicht, wie das, ja, egal, ich schreibe die Kommentare rein, wie was war, und ich hoffe, es wieder hat euch ein bisschen gefallen, und wir sehen uns eigentlich entweder heute noch zu einem Livestream, vielleicht mache ich heute einen Livestream, oder morgen zu einem neunten Video, und da sage ich mal, haut rein, Leute, ciao.